Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Dragon Ball Kollektion. Und heute öffnen wir ein neues Starterdeck von Dragon Ball Super Zenkai Series Nummer 23. Und zwar haben wir einmal Vegetto Blue. Und dieses Starterdeck habe ich mir zweimal gekauft. Einmal zum Öffnen für die Sammlung und einmal für die UVP-Sammlung. Ich sammle ja die Starterdecks auch in UVP. Hier hinten gibt es nochmal irgendwie Bonus. Ich weiß nicht, ob die Karten, die da nochmal extra sind, immer die gleichen sind. Ich denke mal schon. Hier nochmal Anleitung und Spielmatte. Hier ist die Spielmatte. Schau. Lasst uns zuerst das Starterdeck öffnen und danach die Extrakarten. Hier bin ich gespannt. Vegetto Blue. Eine sehr schöne und dynamische Karte. So, da ist einmal die Kamera umgekippt. Sorry dafür. Fangen wir an. Mit Vegetto Blue. Son Goku in Foil. Zweimal Vegeta in Foil. Vegetto. Und das war's auch schon mit den Foilkarten. Guten Roshi, Berserk, Vegetto. Bin gespannt, welche Villains wir hier drin haben. Future Trunks aus Super Dragon Ball Heroes. Vegeta Super Saiyajin, ebenfalls aus Super Dragon Ball Heroes. Son Goku. Vegeta, Supreme Kai, Son Goku, und ein dunkler Dämon. Wir kommen schon langsam zum Ende. Vegetto. Viermal. Die Karte sieht gut aus. Wegen den dunklen Schattierungen. Mira. Haben wir ebenfalls viermal. Und das war's auch schon mit dem Starterdeck. Kommen wir zu den Extrakarten. Ich denke mal, da werden drei verschiedene Karten sein. Also jeweils doppelt sein werden. Ich denke, die sind auch in jedem Starterdeck gleich. Oh, wir haben eine sehr schöne Future Trunks Karte. Sehr dynamisch. Gleich zweimal. Einmal. Wir haben Mai. Könnte sein, dass wir da zwei Mai-Karten haben. Und noch eine andere. Nee. Oh! Sehr nice. Wir haben eine Vegetto Blue waagerechte Karte. Ich bin ein sehr großer Fan von den waagerechten Karten. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt Zufall ist, dass man diese Karten bekommt oder ob sie immer gleich sind. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich muss nochmal später vielleicht mal in YouTube ein Video zu finden, wo jemand das auch geöffnet hat, dass genau die gleichen Karten sind. Die Karte gefällt mir auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut. Ich bin ein sehr großer Fan von diesen waagerechten Karten. Und ja. Alles in allem sehr schöne Karten.
Zwangskarte sieht sehr nice aus. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob ihr euch auch das Starterdeck geholt habt und wie ihr das findet. Und falls ihr es geholt habt, ob ihr die gleichen Karten bekommen habt hier wie ich oder ob ihr andere hattet. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.